So, und dann kommen wir noch zur letzten Aufgabe. Und wir sehen wieder, eine Fotozelle wird mit Licht einer blauen Lampe beleuchtet. Okay. Dann ist sie halt jetzt blau, egal. Ich lasse die einfach mal gelb eingezeichnet, wobei ich könnte die schon blau zeichnen, ne? So. Okay. Es ist nicht arg viel besser geworden. Hätte ich mal lieber gelb gelassen. Also, wir können aber diesmal hier hinten diese Metallplatte auswechseln und können da entweder Natrium reinpacken oder eben Cäsium. Und je nachdem, welches Metall hier hinten aufgedampft ist oder welches Metall sich eben hier hinten auf meiner Fotozelle befindet, ist meine Gegenspannung eine andere. Wenn ich Licht auf das Natrium schicke, dann beträgt meine Gegenspannung 0,1 Volt, also bis der Photostrom 0 Ampere ist. Und wenn meine Gegenspannung oder wenn ich Cäsium reinpacke als Metall, dann liegt meine Gegenspannung bei 0,35 Volt. Was sagt uns das aus? Das sagt uns aus, dass die Elektronen, wenn sie aus Cäsium ausgelöst werden, mehr Energie haben, wenn die hier rauskommen. Das heißt, wenn hier Cäsium drin ist, dann, wie stelle ich denn das da am besten? Mit einem dickeren Pfeil vielleicht. Dann haben die noch mehr Energie. Das heißt, ich muss ihnen eine größere Gegenspannung entgegensetzen, damit sie nicht mehr hier auf der linken Seite beim Ring ankommen. Und das sagt mir eben gleichzeitig, dass die Elektronen, die dann Cäsium verlassen, eine größere kinetische Energie haben und damit dann auch schneller sind. So, was wir machen sollen, ist das Verhältnis der Grenzspannungen. Das bedeutet einfach nur wieder die Gegenspannung. Und zwar dann, wenn wir gerade einen Photostrom von 0 Ampere messen. Das wären also schon diese beiden hier. Das Verhältnis der Grenzspannungen sollen wir vergleichen mit dem Verhältnis der Geschwindigkeiten der Photoelektronen. Gut. Ich glaube, man sieht sofort die Gegenspannung von Cäsium ist circa dreimal so groß wie die Gegenspannung oder eben die Grenzspannung von Natrium. Ne? Einmal 0,1 Volt, einmal 0,35. Ich könnte eigentlich sogar hier 3,5 schreiben, dann wäre man noch genauer. Das heißt, meine Gegenspannung muss 3, um das 3,5-fach erhöht werden, damit mein Photostrom immer noch bei 0 Ampere ist, wenn ich von Natrium auf Cäsium wechsle. So, und jetzt berechnen wir einfach einmal. Oh nein, wo ist mein Auftrieb hin? Berechnen wir die Geschwindigkeit der Elektronen von Natrium. Und danach die Geschwindigkeit der Elektronen bei Cäsium. Das kleine E hier unten könnte ich auch weglassen, weil eigentlich ist ja klar, dass wir gerade immer die Geschwindigkeit von Elektronen berechnen. So, ich habe es vorhin nicht hingeschrieben, dann lasse ich es jetzt auch weg. Klar ist dann immer noch, die Geschwindigkeit ist zweimal die elektrische Energie geteilt durch die Masse der Elektronen. Das leite ich jetzt nicht nochmal her, das haben wir ja gerade bei Aufgabe 2 gemacht. Und wenn wir aber unterschiedlich große Gegenspannungen haben, haben wir natürlich auch unterschiedlich große elektrische Energien. Also einmal habe ich bei Natrium 0,1 Elektronenvolt. Hier kann ich ja von mir aus auch gleich die Masse eintragen. 9,1 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm. Und bei Cäsium habe ich 0,35 Elektronenvolt geteilt durch 9,1 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm.
So, jetzt kann ich das beides ausrechnen und ganz wichtig ist aber wieder, dass ich jetzt mein E, das für die Elementarladung steht, mitberechnen muss. Das heißt, für E muss ich jetzt wieder einsetzen, 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Gut, also rechne ich oben 2 mal 0,1 mal 1,6 mal 10 hoch minus 19 durch die Masse 9,1 mal 10 hoch minus 31 und daraus nehme ich die Wurzel. Upsi. Und dann lande ich bei Natrium ungefähr bei 100. Oder nein, lasst uns mal nicht so stark runden. Bei 187.500 Meter pro Sekunde. Jetzt rechne ich das Ganze nochmal für Cäsium. Da kann ich ja einfach die 0,1 durch 0,35 ersetzen. Dann muss ich nochmal die Wurzel daraus ziehen. Und bei Cäsium lande ich dann bei 350.800 Meter pro Sekunde. Also wie wir schon gesagt haben, die Geschwindigkeit ist größer bei Cäsium. Aber jetzt ist die Frage, das mache ich mal übrigens wieder weg, also wenn die Grenzspannung von Cäsium 3,5 mal so groß ist wie die von Natrium, ist dann auch die Geschwindigkeit vom Cäsium 3,5 mal so groß wie die vom Natrium. Ups, nicht dreimal, sondern 3,5 mal. Was schreibe ich denn hier auf? Wie die Geschwindigkeit von Natrium. Und wir sehen aber, wenn ich jetzt die Geschwindigkeit von Natrium mal 3,5 rechne, dann lande ich nicht bei 350.000, sondern bei einem viel größeren Wert. Das heißt, hier wäre die Antwort nein. Und jetzt schauen wir mal, woran das liegt. Wir stecken ja wir stecken die Energie hier unter die Wurzel. Das heißt, die Geschwindigkeit von Cäsium ist nur um das Wurzel aus 3,5-fache so groß wie die Geschwindigkeit von Natrium. Es gilt, die Geschwindigkeit von Natrium mal die Wurzel aus 3,5 ist die Geschwindigkeit von Cäsium. Und jetzt können wir das nochmal ausrechnen. Ob das auch in etwa hinkommt. Also 187.500 mal die Wurzel aus 3,5. Und dann sehen wir, landen wir in etwa bei 350, ja, eigentlich genau bei dem Ergebnis, das wir vorhin rausbekommen haben. Gut, ich hoffe, durch das Rechnen ist euch die Fotozelle jetzt ein bisschen klarer geworden und es ist nicht das Gegenteil eingetreten und ihr seid noch verwirrter.